Seid ihr bereit für noch mehr kolossale Wunder der Technik? Das Dröhnen der Motoren wird euren Bildschirm zum Wackeln bringen, während wir die nächste Reihe der größten und leistungsstärksten Maschinen aller Zeiten vorstellen. Aber bevor wir anfangen, vergesst nicht zu abonnieren. Der Timerock Xterra T11315 Jumbo Boomer ist ein echter Untergrundriese. Diese Tunnelbaumaschine ist in der Lage, bis zu 177 Quadratmeter in einem einzigen Durchgang zu bohren. Mit drei hydraulischen Auslegern kann er gleichzeitig bohren, laden und streuen und so den Tunnelvortrieb auf ein Drittel verkürzen. Entdeckt die Tunnel Boring Machine, einen unterirdischen Koloss, der Wege durch festes Gestein schneidet. Diese Erdfresser mit einem Durchmesser von teilweise mehr als 17 Metern können Tunnel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Metern pro Tag unter schwierigsten geologischen Bedingungen ausheben. Und ausgestattet mit einem rotierenden Schneidkopf kann der riesige TBM eine Länge von 100 Metern erreichen und bis zu 1500 Tonnen wiegen. Stellt euch eine Maschine vor, die einen Wolkenkratzer anheben kann. Das ist der Cerence SGC 250, der größte Bodenkran der Welt, der 5000 Tonnen heben kann. Das entspricht 27 Boeing 747. Sein Ausleger ist 160 Meter lang und kann um 360 Grad gedreht werden. Und dank seines modularen Designs und einer großen Anzahl von Rädern kann der SGC 250 auf verschiedenen Oberflächen bewegt und an einer Vielzahl von Standorten montiert werden. Lasst euch von der Größe des CAT 7495 begeistern, einem Ungeheuer, das die Grenzen der Bergbaumaschinen neu definiert. Seine kolossale elektrische Schaufel hat ein erstaunliches Einsatzgewicht von 1.387.000 Kilogramm und kann bis zu 109 Tonnen in einem einzigen Biss bewegen. Mit seinem riesigen Schaufelvolumen von 64 Kubikmetern kann der CAT 7495 einen 218-Tonnen-LKW in nur drei Durchgängen beladen, was ihn zu einem echten Titan für große Bergbaubetriebe macht. Dieser Meeresriese ist das Kranschiff Yoshida Go No. 50, eines der größten Kranschiffe der Welt, das Lasten mit einem Gewicht von bis zu 3700 Tonnen heben kann. Und das, wenn ich erinnern darf, ist die Hälfte des Eiffelturms. Dieses Schiff verfügt über eine spezielle Rumpfkonstruktion, die Stabilität beim Heben schwerer Lasten bietet. Und seine Abmessungen sind beeindruckend. 110 Meter lang und 50 Meter breit. Wo andere nicht hinkommen können, kann der Hitachi ZX250LCN-5B einfach seine Arbeit erledigen. Schließlich verfügt dieser Raupenbagger über einen 11 Meter langen Ausleger und einer Schaufelkapazität von 1,6 Quadratmeter. Darüber hinaus wird der 27 Tonnen schwere ZX250 von einem 180 PS Motor mit beeindruckend niedrigen Emissionen angetrieben. Was ist mit dem LKW, den SpaceX zum Transport von Komponenten der Falcon 9-Rakete verwendet? Der achträdige Oshkosh M1070 mit einem unglaublichen Gesamtgewicht von 98.000 Kilogramm und einer Anhängerlast von bis zu 140.000 Kilogramm. Es war genau dieser schwere Militärwagen mit speziellen 44 Radanhängern, der den 111.500 Kilogramm schweren Falcon 9-Tank transportierte. Der CAT 994K lädt nicht nur LKW, er dominiert den Steinbruchbetrieb mit seiner Größe und Leistung. Diese Maschine bringt 244.900 Kilogramm auf die Waage und verfügt über ein Fassungsvermögen von bis zu 41 Kubikmetern, sodass mit jeder Schaufel Berge von Material bewegt werden können. Aber noch beeindruckender ist, dass der 994K von einem 1739 PS Motor angetrieben wird, der es ermöglicht, einen 250 Tonnen LKW in nur drei Durchgängen zu beladen. Seht euch nun den Trommelhacker Moorbark 5048X an, eine Maschine, die ganze Bäume in Sekundenschnelle in Chips verwandelt.
Dieses waldfressende Tier kann Bäume mit einem Durchmesser von bis zu 72 cm verarbeiten und so pro Stunde bis zu 200 Tonnen Holzspäne ausspucken. Ausgestattet mit einer 127 cm großen Hacktrommel und einem Motor mit 755 PS, spannt der Moorbug 5048X nicht nur Holz, sondern definiert die Produktivität in der Forstwirtschaft einfach mal neu. Erlebt das Wunder der modernen Eisenbahn mit der RU800S, einer Maschine, die Gleise mit unvergleichlicher Geschwindigkeit und Präzision verlegt. Dieser schienengebundene Riese kann bis zu 600 Meter Gleis pro Stunde legen und mühelos sowohl Schienen als auch Schwellen in einem einzigen synchronisierten Betrieb jonglieren. Ausgestattet mit einem 40-Tonnen-Kran und einem fortschrittlichen Laserführungssystem benötigt der RU800 keine zusätzlichen Begleitmaschinen, um die Arbeit zu erledigen. Das ist der CC8801, ein riesiger Koloss, der das schwere Heben dominiert. Dieser Raupenkran verfügt über eine erstaunliche maximale Tragfähigkeit von 1600 Tonnen und kann mit seiner Konfiguration mit Hauptauslegern Höhen von bis zu 240 Metern erreichen. Außerdem kann der CC8801 mit seinem innovativen Twin-Kit seine Hubkraft sogar auf beeindruckende 3200 Tonnen verdoppeln. Das ist der Shell Prelude FLNG, ein schwimmendes Ungeheuer der Offshore-Technik. Dieses kolossale Schiff mit einer Länge von 488 Metern und einer Breite von 74 ist die größte schwimmende Anlage, die jemals gebaut wurde und dabei so viel Wasser verdrängt wie 6 der größten Flugzeugträger zusammen. Als schwimmende Plattform kann der Prelude atemberaubende 3,6 Millionen Tonnen Erdgas pro Jahr produzieren, verflüssigen, speichern und transportieren und damit die Offshore-Gasgewinnung und Verarbeitung an entlegenen Standorten revolutionieren. Die MTLB ist ein sowjetisch konstruiertes, geländegängiges Arbeitstier, das bis zu 2000 Kilogramm Fracht oder 11 voll ausgestattete Soldaten transportieren kann, während es mühelos Sümpfe, tiefen Schnee und unebenes Gelände durchquert, das andere Fahrzeuge längst aufhalten würde. Und dank seines amphibischen Designs und der Fähigkeit, bei Temperaturen von minus 40 bis plus 40 Grad Celsius zu arbeiten, passt sich der MTLB auch an die extremsten Umgebungen der Welt an. Bestaunt den kolossalen LH110 Litronic, ein Titan, der die Landschaft am Hafen dominiert. Dieser Portalriese verfügt über ein beeindruckendes Einsatzgewicht von bis zu 140.000 Kilogramm und einer Reichweite von bis zu 27 Metern, sodass er große Lasten mühelos handhaben kann. Außerdem bewegt der LH110C Litronic mit seinem elektrischen Antriebssystem nicht nur Berge von Fracht, sondern das auch noch ohne lokale Emissionen, was eine neue Ära des umweltfreundlichen Hafenbetriebs einläutet. Dieses Ungeheuer hält den Guinness-Weltrekord für den schwersten Hub. Trefft den Taisun-Kran, der unglaubliche 20.100 Tonnen heben kann, was etwa 20.000 Bussen entspricht. Dieser Riese befindet sich in der Yantai Raffles Schiffswerft in China, wo er den Bau der größten Megastrukturen und Offshore-Plattformen revolutioniert hat. Der Kenson LTM 1650-8.1 ist ein mobiler Kran, der weltweit beispiellose Leistung auf Baustellen bringt. Diese achtachsige Maschine verfügt über eine maximale Hubkraft von 650 Tonnen und einen Teleskopausleger, der sich auf bis zu 80 Meter ausfahren lässt und so die anspruchsvollsten Arbeiten mühelos bewältigt. Und darüber hinaus ist der LTM mit modernster Vario-Base-Technologie für eine flexible Positionierung der Stützausleger und einem umweltfreundlichen Motor ausgestattet. Das ist der Launch Complex 39B. Er hat alles, was für einen sicheren Raketenstart nötig ist, wie zum Beispiel Grabenwände aus 96.000 feuerfesten Ziegeln und ein Wasserturm für das Zündüberdruck- und Schalldämmsystem mit 1,5 Millionen Litern Wasser, das in die mobile Trägerrakete mit einer Durchflussrate abgeleitet wird, die ausreicht, um 2 olympische Schwimmbäder in nur einer Minute zu leeren. Dieser Mammutaufsatz wiegt erstaunliche 12.000 Kilogramm. Das
Camrock KSI 12.000 ist ein kolossales Fräsrad, das auf Baggern bis zu 200 Tonnen montiert werden kann und es so ermöglicht, massives Gestein wie mit einem heißen Messer durch Butter zu zerschneiden. Mit seiner beeindruckenden Schnitttiefe von bis zu 3 Metern und der Fähigkeit, Gräben mit einer Breite von bis zu 1000 mm zu erstellen, formt der KSI 12.000 Landschaften neu und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für große Bergbauprojekte. Aber wenn ihr an einem steilen Berghang oder in einem Sumpfgebiet arbeiten müsst, dann ist der Chef HS41M die richtige Wahl. Dieser kompakte Bagger kann dank seines innovativen Designs problemlos durch enge Durchgänge fahren und an schwer zugänglichen Stellen 5,5 Meter tief graben. Und seine 0,5 Kubikmeter Schaufel, die von einem 80 PS Motor angetrieben wird, erledigt die Arbeit ziemlich schnell. Wie transportiert man einen ganzen Müllwagen? Natürlich mit dem SW300 Schwenkrad Tieflader. Dieser riesige Tieflader mit einer unglaublichen Kapazität von 300 Tonnen ist in der Lage, selbst schwerste Lasten problemlos zu transportieren. Aber noch wichtiger ist, dass der SW300 mit innovativer Pendelachsentechnologie ausgestattet ist, die es ermöglicht, enge Kurven und anspruchsvolle Strecken zu bewältigen, die für herkömmliche Anhänger nicht möglich wären. Diese kolossale Maschine regiert als höchste Abbruchmaschine der Welt, die schwindelerregende Höhen von über 65 Meter erreichen kann. Der Kobelco SK3500D wiegt 351 Tonnen und verfügt über ein riesiges Fassungsvermögen von bis zu 22 Kubikmetern. Übrigens ist das Herz dieses Tieres ein leistungsstarker 1530 PS Motor. Greift nun den unangefochtenen König der Felder, den Big Bud 747. Diese Mammutmaschine mit einem Gewicht von 45.300 Kilogramm und einer Breite von 8 Metern trägt den Titel des größten Traktors der Welt. Der Big Bud wird von einem monströsen 1100 PS Motor angetrieben und kann erstaunliche 0,5 Hektar Land pro Minute kultivieren und so selbst die größten landwirtschaftlichen Betriebe schnell bearbeiten. Erlebt die erschütternde Kraft des Tesmac Trencher 1675, einem der größten Grabenzieher auf dem Markt. Diese riesige Maschine mit einem Gewicht von 88.450 Kilogramm kann Gräben für große Pipelines mit einer Breite von bis zu 2,1 Metern und einer Tiefe von 3,3 Metern in einem einzigen Durchgang ausheben. All das dank des mächtigen 950 PS Motors und seiner fortschrittlichen Kettenschnalltechnologie. Die Welt des Tagebaus wird vom Bagger 1473 dominiert, einem riesigen Schaufelbagger. Dieser mechanische Riese ist 50 Meter hoch, wiegt beeindruckende 3850 Tonnen und kann atemberaubende 240.000 Kubikmeter pro Tag bewegen. Und vergesst nicht das riesige Schaufelrad mit einem Durchmesser von 21,6 Metern, das mit 18 Schaufeln ausgestattet ist, von denen jede 6,6 Kubikmeter Material aufnehmen kann. Nicht alle LKW haben die Kapazität für den Transport eines einzelnen Containers. Und der Volvo FH16 ist ein perfektes Beispiel, da dieser Schwergewichtsmeister Lasten von bis zu 325 Tonnen transportieren kann. Und sein leistungsstarker 750 PS Motor mit 6x6 Antrieb macht das auch noch zum Kinderspiel. Und hier wird buchstäblich das 78.000 Kilogramm Space Shuttle Endeavour über die Straße bewegt. Das Shuttle wurde von Robotertransportern zu einem leichteren Anhänger transportiert, der speziell für diese Aufgabe modifiziert wurde. Aber das Beste daran ist, dass alles von einem einzigen Toyota Tundra Pickup gezogen wurde. Dieser Caterpillar DLFT ist ein Titan der Bauwelt, der Berge im wahrsten Sinne des Wortes bewegen kann. Der DLF wiegt 104.200 Kilogramm und ist mit einem massiven Motor mit 850 PS ausgestattet, der große Erdmengen herumschiebt. Mit einem Schild, das bis zu 57 Kubikmeter Material in einem Durchgang bewegen kann, setzt dieser Riese weltweit den Goldstandard für schwere Planierraupen. Wenn es um die Landwirtschaft geht,
dann ist der John Deere X9 1100 definitiv unübertroffen. Denn dieser Mähdrescher verfügt über einen beeindruckenden Motor mit 639 PS und kann bis zu 195 Tonnen Weizen pro Stunde ernten. Das ist eine Leistung, für die ein Team von Landarbeitern manuell wohl mehrere Wochen benötigen würde. Dank der fortschrittlichen Technologie der X-Serie und des massiven Korntanks mit 108 Tonnen Kapazität können Landwirte die Zeit auf dem Feld minimieren. Stellt euch einen Radlader mit einem 2300 PS Motor vor. Das ist buchstäblich der P&H L2350, der größte und leistungsstärkste Radlader der Welt. Das Gewicht dieser Maschine beträgt 260 Tonnen und mit seinem riesigen Fassungsvermögen von 40,5 Kubikmetern bewegt der L2350 nicht nur Erde, sondern kann einen 400-Tonnen-Transporter in nur 3 Durchgängen befüllen. Für den Tiger Cat 724G ist das Schneiden großer Bäume eine einfache Aufgabe, denn dieses Tier hat eine Säge mit einem Durchmesser von 762 mm und einen leistungsstarken Motor, mit dem er Bäume mit einem Durchmesser von über 100 cm schneiden kann. Der Hitachi EX5600-7 ist ein Bergbaubagger mit einem massiven Einsatzgewicht von knapp 560 Tonnen. Dank des Schaufelvolumens des EX5600-7 von 40 Kubikmetern kann eine große Menge Material bewegt werden. Und dank seines fortschrittlichen Hydrauliksystems und seines kraftstoffsparenden Motors kann dieser Riese über längere Zeiträume kontinuierlich arbeiten. Dieses technische Wunder ist mit dem längsten Teleskopausleger der Welt ausgestattet. Das ist der Liebherr LTM 11200. Ein Mobilkran mit einer maximalen Hubkraft von 1200 Tonnen und einem ausfahrbaren Teleskopausleger auf einer Höhe von 100 Metern. Und was den LTM zur besten Maschine für den Bau von Wolkenkratzern und anderen großen Strukturen macht, ist das innovative Y-Guy-Stützsystem und die Fähigkeit, auf öffentlichen Straßen zu fahren. Seht euch diesen Ankerketten-Bulldozer an. Eine Spezialmaschine, mit der Bäume und Sträucher samt Wurzeln ausgerissen werden. Die große Ankerkette wiegt 40 Kilogramm pro Glied und ist knapp 150 Meter lang. Ankerketten werden häufig zur Hemmung von Waldbränden verwendet, wenn große Bereiche schnell geräumt werden müssen. Stellt euch ein Gebäude von der Größe eines Wolkenkratzers vor, das in den Tiefen des Ozeans hochgehoben und installiert wird. Dank des Sleipnir ist das wirklich möglich. Dieses halbtauchende Schiff hat Doppelkräne mit einer kombinierten Hubkapazität von 20.000 Tonnen, was ausreicht, um den Gateway Arch in St. Louis zu heben. Sleipnir ist nach dem mythischen achtbeinigen Pferd von Gottes Odin benannt und macht seinem Namensvetter mit schweren Hebeoperationen für Offshore-Öl- und Gasanlagen sowie Projekten für erneuerbare Energien in den anspruchsvollsten Meeresumgebungen alle Ehre. Müsst ihr mehr als 76.400 Kubikmeter Material pro Tag bewegen? Nun, das ist ein typischer Arbeitstag für den Dragline. Dieser Hydraulikbagger wiegt über 13.000 Tonnen und verwendet eine Kombination aus Kabeln und einem riesigen Löffel, um große Mengen an Überlast auszuheben und zu transportieren, wodurch wertvolle Mineralien freigelegt werden. Mit einem Ausleger, der mehr als 100 Meter spannt und einem Eimer, der bis zu 170 Kubikmeter anheben kann, kann ein Dragline ganze Hügel bewegen. Mit dem Komatsu IAHV, einem autonomen Muldenkipper, könnt ihr in die Zukunft des Bergbaus einsteigen. Diese Maschine wird von fortschrittlichen KI- und GPS-Systemen gesteuert und arbeitet ohne menschlichen Fahrer. Er kann eine Last von 230 Tonnen bei einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 64 km/h rund um die Uhr transportieren. Der Liebherr R9800 ist ein kolossaler Bergbaubagger mit einem Gewicht von 810 Tonnen. Dieser große Kerl hat eine riesige Schaufelkapazität von bis zu 47,5 Kubikmetern und einen monströsen, kraftstoffsparenden Motor mit 4000 PS.
Dank seines fortschrittlichen Hydrauliksystems kann der R9800 auch in schwer zugänglichen Bergbaubetrieben mühelos eingesetzt werden. Betretet den Wald mit dem Tiger Cat 1075B, der Speerspitze der Holzindustrie. Diese leistungsstarke Maschine kann dank ihrer großen Liege und ihres robusten Fahrgestells bis zu 25 Tonnen Baumstämme in einer einzigen Ladung transportieren. Der 1075B navigiert zudem mühelos in anspruchsvollem Gelände dank seines innovativen Achtradantriebs und seiner fortschrittlichen Auslegertechnologie. Wie wäre es mit dem Anheben eines 2000-Tonnen-Gebäudes auf eine Höhe von 100 Metern? Das ist der Saini SCC 40.000A, ein Raupenkran mit einem ausgeklügelten computergestützten Steuerungssystem und einem modularen Design. Dadurch kann die Hubkraft bei reduzierter Auslegehöhe auf 4.000 Tonnen erhöht werden. Und im komplett eingefahrenen Modul beträgt die maximale Hubkraft dieses Titans laut Hersteller bis zu 90.000 Tonnen. Entdeckt den M150 Trackway, ein modulares System für den schnellen Einsatz von provisorischen Straßen. Dieses 70 Tonnen schwere militärische Stützfahrzeug besteht aus einzelnen, miteinander verbundenen Platten und kann einer Last standhalten, die doppelt so groß ist wie das Eigengewicht, was den Einsatz von schweren Fahrzeugen ermöglicht. Darüber hinaus kann der M150 in wenigen Minuten von einem kleinen Team zusammengebaut werden. Fasziniert von der Kraft der Walderneuerung? Dann schaut euch mal den Bracke T28 an, einen äußerst vielseitigen Vertikutierer. Diese robuste Maschine kann bis zu 2500 Pflanzstellen pro Stunde erzeugen und den Boden effizient für das Wachstum neuer Bäume vorbereiten. Darüber hinaus verfügt der Bracke über hydraulisch gesteuerte Arme, die sich nahtlos an wechselndes Gebäude anpassen und eine optimale Saatbettvorbereitung auch unter schwierigen Waldbedingungen gewährleisten. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ausgewachsene Bäume ein neues Zuhause finden? Dieser Baumlader kann ausgewachsene Bäume mit minimaler Belastung für die Pflanze vorsichtig ausgraben, transportieren und neu verpflanzen. Er kann Bäume mit einer Höhe von bis zu 15 Metern und einem Durchmesser von 30 cm verarbeiten. Der Belarus MTZ 892 ist ein echtes Arbeitspferd, das Leistung und Vielseitigkeit vereint. Und obwohl 89 PS nicht viel erscheinen, besticht dieses Arbeitstier durch seine hohe Zuverlässigkeit und sein hohes Drehmoment auch in schlechtem Gelände. Und durch seine niedrigen Reparaturkosten ist er eine beliebte Wahl bei Landwirten. Der Pezzolato Allroad 1400-1000 ist ein echter Sportwagen unter den mobilen Hackmaschinen. Diese Bestie ist mit einem 700 PS Motor ausgestattet und kann ganze Bäume mit bis zu 70 cm Durchmesser fressen und sie in gleichmäßige Holzspäne mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Kubikmetern pro Stunde verwandeln. Der Pezzolato wurde für Mobilität in jedem Gelände entwickelt und kann die Arbeit an jeder Stelle erledigen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wo sich Offshore-Arbeiter mitten im Ozean ausruhen? Das ist der Floatel Superior, ein halbtauchendes Unterkunftsschiff, das bis zu 440 Personen bequem unterbringen kann und selbst unter rauen Bedingungen ein stabiles Wohnumfeld bietet. Beeindruckend ist sein dynamisches Positionierungssystem, das es ermöglicht, seine Position genau neben Ölplattformen oder Windparks zu halten und so Sicherheit und Effizienz in abgelegenen Regionen zu gewährleisten. Der EP1020 ist eine robuste Maschine, die Löcher bis zu 30 Meter tief mit einem Durchmesser von 3 Meter bohren kann. Aber das Beste an diesem kleinen Biest ist seine Fähigkeit, durch verschiedene Bodenarten zu navigieren. Von weichem Ton bis zu hartem Gestein. All das dank seiner fortschrittlichen Technologie und leistungsstarken Drehmomentabgabe. Dieser Traktorfahrer verwendet gerade keine Nitro-Einspritzung. Dieses feurige Werkzeug ist in Wahrheit ein Flammenwerfer, der Unkraut in nährstoffreiche Pflanzenkohle umwandelt, wodurch der Abfall auf dem Feld reduziert und gleichzeitig die Bodenqualität verbessert wird. Außerdem kann dieser Brenner bis zu 2 Tonnen Biomasse pro Stunde verarbeiten. Diese Maschine wurde auch der liegende Eiffelturm genannt. Und jetzt seht ihr warum.
Die F60 3D ist eine überdimensionale Förderbrücke, die unglaubliche 502 Meter lang und 80 Meter hoch ist. Aber wichtiger ist seine Einsatzkapazität. Der liegende Eiffelturm kann 76.000 Kubikmeter Überlast pro Tag bewegen. Der Sandvik QH800 ist eine Kegelbrechmaschine mit einem Gewicht von 46.300 Kilogramm. Sie kann bis zu 388 Tonnen Gestein pro Stunde verarbeiten und so Felsbrocken mit unerbittlicher Effizienz auf präzise dimensionierte Aggregate reduzieren. Und dank seiner Mobilität bietet der QH440 selbst in den schwierigsten Umgebungen Produktivität. Diese Hightech-Lösung transportiert Karosserien nahtlos durch die Endabnahmephase und sorgt so für Präzision und Effizienz. Und durch die Eliminierung manueller Eingriffe reduzieren diese Systeme die Produktionszeit und menschlichen Fehler drastisch und gewährleisten so eine einwandfreie Qualitätskontrolle. Erlebt die waldzähmende Kraft des Farmy Forest 260 HFC, einem kompakten und dennoch mächtigen Holzhacker, der ganze Bäume in überschaubare Biomasse verwandelt. Diese beeindruckende Maschine kann Bäume mit einem Durchmesser von bis zu 26 cm verarbeiten und so bis zu 100 Kubikmeter Holzspäne pro Stunde ausspucken. Seht euch dieses technische Wunderwerk an! Die Fagiolis selbstfahrenden modularen Transporter, eine bahnbrechende Lösung für das Bewegen scheinbar unbeweglicher Objekte. Diese unglaublich vielseitigen Anhänger können sich in jede Richtung bewegen und millimetergenau durch enge Räume navigieren. Sie können für massive Transporte verbunden werden, um so Lasten von bis zu 15.000 Tonnen zu transportieren und das Gewicht auf hunderte computergesteuerte Räder zu verteilen. Genießt jetzt diesen perfekt koordinierten Prozess. Das ist die italienische Federmaschine BTO 236 und ihre schnelle automatische Haspel kann bis zu 4000 Federn pro Stunde produzieren. Ich hoffe, ihr habt gerade keinen Durst, denn hier handelt es sich um eine Hochgeschwindigkeitsabfüllmaschine für Glasflaschen, die erstaunliche 5000 Flaschen pro Stunde verarbeiten kann. Dieses All-in-One-Gerät integriert Spül-, Abfüllungs- und Verschließsysteme und optimiert so den gesamten Abfüllprozess mit Präzision und Geschwindigkeit. Das Besondere an dieser Maschine ist die ausgeklügelte Verwendung eines leichten Unterdrucks, der den Flüssigkeitsstand und den stabilen Betrieb auch bei hohen Geschwindigkeiten gewährleistet. Okay, es ist Zeit, die Motoren abzuschalten. Vergesst nicht zu kommentieren, welches Arbeitstier euch heute am meisten beeindruckt hat und klickt unbedingt auf den Like- und Abonnieren-Button. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!